Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Prison Architect, wo gerade meine Herrschaften wieder versuchen zu essen, aber ich glaube, ich einfach nicht die Kohle habe, um ja denen vernünftig Nahrung zukommen zu lassen. Inzwischen sammelt sich das Holz in unseren Werkstätten und nach gibt es sogar den ein oder anderen Holzstamm, der vielleicht auch mal verarbeitet wird und nicht irgendwelche Drecksplatten dahin kommen. Und so ein Stapel Holz ist nämlich auch eine coole Sache, das bringt nämlich richtig Kohle ein. Und wenn wir auch mal einen Tischler haben, wird der auch vielleicht mal Möbel produzieren. Jetzt sehe ich gerade, wir haben viel zu wenig Platz für all die Insassen, die inzwischen gekommen sind. Also, Next Step baut weiter aus, Herr Proof. Und das werden wir jetzt auch mal machen, indem ich... Warum laufen die jetzt hier ganz außen rum? Als wenn das irgendeinen Vorteil bringt gerade. So, was sagt die Planung zu mir? Planung sagt, ich brauche... Kann ich nicht lesen, die Zahlen, weil gar keine Zahlen dran stehen, oder? 13. 13,37, okay. Da ist 14,37. Aber ich bin mal so großgütig. So großzügig und mach's wirklich ein bisschen breiter. Was soll's? Was soll passieren? So, benutze bitte die Mauer von den anderen Gebäuden. Und ich benötige natürlich einen Eingang hier. Den werden wir dann ein weiter rübersetzen. So, hier wäre es nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann machen wir 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Total, bin ich jetzt total blöd? Nein. Ach, der war auch schon ein Feld zu groß, oder? Wenn ich das richtig sehe. Da habe ich nämlich auch so einen großen Mittelgang. Aber dann ist es halt so. Was willst du machen? Und anderes Problem, machen wir den Eingang dann nochmal weg. Ich wollte nämlich genau hier andersrum aufbauen. Mit dem Grundgedanken, dass nicht noch mehr Leute versuchen, hier oben durchs Geld zu gehen, sondern einfach will ich mal hier unten das Geld nehmen. Wird zwar irgendwo ein weiterer Weg, aber werden ja wohl irgendwie noch gebacken kriegen. Im Export liegt nix. Einmal essen und die Welt geht unter. Und irgendwann muss ich hier den ganzen Scheiß neben der Kantine wegpfeffern. Und eine riesengroße Bauaktion machen in der Nacht. Um Kantine zu erweitern und die Küche zu erweitern und daraus eine Riesenkantine zu machen. Auch geil. Wie der einfach hier so mitten durch alles durchgeht, anstatt dass er die schnellen Wege benutzt. Aber die laufen auch wieder komplett außenrum. Dann haben wir hier irgendwie das Problem, dass das Fundament irgendwie kacke gebaut ist. Da müssen auch mal Arbeiter kommen. Ach, ich habe ja eine Gefängniswertung. Da war ich ja noch nie drin. Schön, Reform 0, Security 2, Health 0. Wir haben eine Rückfälligkeitsrate von 34%. Wir haben 2 Tode gehabt. Täglich Profite 12.000. Punishment 5. Also ein guter Durchschnittswert. Denke ich mal, kann man gut mit leben. Und ist das jetzt fertig? Ja. Danke. So what? So what heißt erstmal klonen.
Dusche kommt auf die andere Seite dann. So, und hier klone ich dann nur bis zu dem Abschnitt. Das ist genau bis unten an die Ecke, ne? Ja, sehr gut. Dann können die nämlich hier alle rausmarschieren. Jetzt machen wir die Dusche auf der anderen Seite und wir machen eine größere Zelle noch zusätzlich. Und was wir auch noch brauchen, wir brauchen Strom. Mal wieder Tempo erhöhen. Sonst stehe ich nachher wieder ohne Geld da. Ich hoffe mal, das reicht jetzt, um den Strom hier im Gebäude zu verteilen. Pop, 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 pop. So, jetzt die letzten Partydusche. Hey, ist das deine Seife? Nein, ist das deine Seife? Nein, ist das deine Seife? Nein. What the fuck? Hier ist aber ganz schön viel Seife unterwegs. Du, 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 du. So, jetzt machen wir zwei Prototypzellen. Da kommt auch schon das Wasser. Einfach das teuerste mit dem großen Rohr. Ich finde das schön, dass hier jetzt für auf dem Zimmermannstisch der ganze Kram schon liegt, wo ich noch gar nichts mit anfangen kann. Weil einfach keiner Tischler sein will. Alle Zeiträume blockiert als Tischler. Wahrscheinlich, weil ich dafür so einen Handwerk-Fuzzi nochmal brauche. Diesen Vorarbeiter. Das lässt sich einrichten. Morgen kommen 8 neue Insassen. Ich stelle mal noch 4 Arbeiter ein. Aber ich musste dafür nicht unter die 10.000 hier fallen. Fördergelder. Fördergelder könnten es auch sein. Dann sind das hier die Luxuszellen. Da kommen unsere Spezialgefangenen rein. Ich würde den glatten Fernseher geben, wenn ich nicht so geizig wäre. Aber allein, wenn ich sehe, wie teuer doch Fenster sind. Da kriege ich direkt... Da kriege ich direkt Schnappatmung. Weil, warum soll ich die denn mit so viel Geld subventionieren hier? Die können sie doch, wenn es regnet, rausstellen. Man muss doch hier ein bisschen auf sein Geld achten. Und da fällt mir wieder auf, Gullis wollen die ja auch noch wieder haben. Die fressen mir das letzte Hemd vom Körper. Und dann kommt der Olli Kahn, und frisst mir auch noch das Gesicht vom Kopf. Meine Herrschaften können auch mal ein bisschen intensiver buddeln. Beziehungsweise den Aufbau hier voranbringen. Es kann nicht sein, dass so wenig Arbeiter zurzeit nichts zu tun haben. Oh mein Gott, da hängen wieder welche. Aber sie haben es doch recht schnell in den Griff bekommen. Ich wollte jetzt schon einen Schock kriegen und sagen, geiles Update, wo ganz groß angekündigt wurde, niemand bleibt mehr stecken von den Arbeitern und dann sehe ich einen Arbeiter, der stecken bleibt. Bin ich schon fast explodiert jetzt hier an der Ecke. Freue ich mich, hier das zu ändern dann. Und vor allem freue ich mich, dass diese dämliche Putzkammer hier oben ist, die eh keine Sau interessiert. Da arbeitet doch bestimmt kein Arsch drin. Kann ich doch eigentlich auflösen, oder? Da sind nur 10 Jobs möglich, hier oben 20.
Weil ich brauche noch Büros. Ich muss weitere Büros aufbauen. So planiere ich den weg. Bop, 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 bop. Haben wir ein bisschen Rohrzeit wieder. Dann erweitern wir den Gehweg nur nach unten. Ich wünschte, ich hätte Tischler. Und ich habe keine. Das ist so traurig. So. Dann haben wir den auch erledigt. Oh, Mann, Mann, Mann. Genau, die Hundepatrouille müssen wir jetzt erstmal hier auflösen. Weil der darf hier außen rumlaufen. Tja. Was soll man da noch zu sagen? Nix. Mein Hof ist inzwischen auch ein bisschen klein, sollte ich vielleicht auch mal verändern. Wir haben schon wieder zu wenig Platz für die Gefangenen. Und morgen kommen wieder 8. Starten wir mal hier mit der Tischlerausbildung. Produziere 10 ausgezeichnete Betten. Und ich habe, glaube ich, einen Tischler. Also einen, der jemals ausgebildet wurde da drin. Da frage ich aber echt inzwischen ein bisschen, was das soll. Warum wollen denn so wenige nur Sicherheitsunterweisung kriegen? Oder die. Also Grundbildungsprogramm ist okay. Das Allgemeinbildungsprogramm, das läuft nur 80 Millionen Jahre, bis die irgendwann mal fertig werden. Sicherheitsunterweisung Erfolg, Grundbildungsprogramm Erfolg. Schlaf, Arbeit, Unterricht. Hier oben müssen nur noch 4 Zellen fertig gemacht werden. Dann passt es von den Gefangenen fast wieder. 1, 2, 3. Ah, es passt sogar. Ein plus 1 haben wir dann offen. Der wird gerade unterdrückt. Rückfallquote ist sogar besser geworden. Von, ich glaube, 36% vorhin. Als wir das letzte Mal reingeguckt haben. Dann werde ich mal hier hinten noch einen weiteren Hof bauen. Weil vom Hof können sie eigentlich letztendlich nichts mitnehmen. Minimal eine Tür. Der hat ja auch keine Tür. Ah, jetzt ist okay. Dann hauen wir mal hier Bänke hin. Fällt nicht bis nach ganz unten. Und gibt es dann ein paar
Training, Trainiermöglichkeiten. Mal gucken, wie schlau die KI nachher ist. Und wie die das annimmt hier an der Ecke. Genau, das ist der neue geile Trainingshof. Einfach vollgeknallt mit Trainingsgerät, wo die in ihrer Freizeit so richtig abgehen können. So richtig abhotten. Ach, guck mal, da ist unser Zimmermann dran. Der olle Skater. Und was ist mit ihm hier? Oh, er macht die Lehrstelle als Tischler. Verurteilt zu 8 Jahren für mehrfache Verbrechen. Er hat ein Bett gebaut! Inhalt, ausgezeichnetes Bett. Und da zimmert er direkt an der nächsten Ecke. Und er ist wieder am Lernen, oder? Da wird's verschifft. Verschifft, naja. Weggebracht. Ach, wenn er da immer unten lang geht, ne? Dann hier kriegt er noch ein paar Platten, dann geht das auch noch schneller. Ich glaube, da ist immer noch das Bett, ne? Genau, da ist es drin. Wie viel Geld bringt das überhaupt? Muss ich mal gucken, wenn es verkauft ist. 453, glaube ich nicht. Erhöhe deine Kapazität auf 500, da ist meine Zahl. So, da kommen auch die Nummernschilder. Oh, jetzt wird das Bett auch weggebracht. Oh, sogar 2 Betten schon produziert. Holla die Waldfee, es geht aufwärts. Da geht das alles weg. Ist das jetzt auch schon bezahlt? $2.190 für den Export. Für die Nummernschilder und die Betten? Weiß nicht, ob ich das so toll finde. Naja, immerhin haben wir 2 Betten produziert. Ich kann mich glücklich schätzen. Die Suppe will wieder keiner. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich Suppe gemacht. So, dann brauchen wir hier oben unser Büro, was ich einplanen muss. Das habe ich natürlich wieder ablenken lassen. Ist auch egal. Bevor ich es wieder falsch mache, was sagt denn das Büro zu mir? Da war es 4x4, also 5x5. Bin ich doof? Ja, anscheinend schon. Es ist nämlich 6x6. Wann habe ich 1, 2, 3, 4? Dann habe ich hier nämlich 6x6. Oh, ich liebe Autosave, während man gerade was sieht. Es funktioniert einfach so toll. 6x6 da, 6x6 hier. Zip. Machen wir hier 2 Eingänge rein. So. Dann hätten wir wieder 4 Büros fertig. Personaltür. Da und da. Da und da. 221 Gefangene könnten drin sein. 8 kommen. Ein Gefangener wird bald entlassen. Ich weiß gar nicht, ob da schon die, die Betten hier in dem... Wie heißt das? In den Übergangszellen drin sind. Bei den 221. Naja. Was soll's erstmal.
Hauptsache die Produktion geht weiter. Was mir aber echt wundert, dass wir bei der Kücheneinweisung nur so wenige einsetzen können. Wir haben doch ein riesen Ding. Wir haben eine riesen Küche und wir haben ohne Ende Köche. Warum dafür nur zwei Leute, beziehungsweise dreimal darf ich hier den Kram machen? Alle Zeiträume blockiert, auch bei Sicherheitsunterweisung. Naja, was soll's. So, dann sage ich mal, machen wir beim nächsten Mal wieder weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Prison Architect zu noch mehr Gefangenen in meinem Gefängnis. Wo haben wir es? Lieferung? Nein, Büros. Dann brauchen wir gleich noch ein bisschen Einrichtung. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann, euer Doc. Ciao.